Ich hatte diese Woche ein sehr schönes Erlebnis beim Fotosortieren. Ich habe Bilder auf meinem Laptop sortiert und bin dabei auf ein Foto von einem Bibelvers gestoßen, welches ich letztes Jahr bei meinem Auslandsaufenthalt in Neuseeland gemacht habe. Und zwar ist das Foto in einer kleinen Kirche an einem wunderschön gelegenen See in Neuseeland entstanden. Ich bin dort rein in die Kirche, war dort ganz für mich alleine, habe dort die Bibel genommen, habe sie aufgeschlagen und direkt den ersten Vers, der mir ins Auge gestoßen ist, fotografiert. Und ein Teil davon würde ich euch ganz gerne vorlesen. Der Teil, der auch in Englisch ganz gut verständlich ist und der Teil, der mich davon am meisten auch berührt hat. The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. I will build you up again and you will be rebuilt. In den letzten 2 Monaten sind in meiner engeren Verwandtschaft 3 gesunde Babys zur Welt gekommen. Auch den Muttis geht's super. Das klingt vielleicht immer ein bisschen banal, weil ich auch weiß, dass in Deutschland nur jede 6.000. Frau bei einer Geburt stirbt. Aber ich finde das immer noch eine Riesennummer und habe da den größten Respekt und finde das auch nach wie vor ein Riesenwunder, dass das so funktioniert und klappt. Und ich bin einfach überglücklich. Ich bin heute Tante geworden und kann das noch gar nicht fassen. Und ja, ich wünsche den neuen Eltern alles Gute von dieser Stelle nochmal. Einen ganz, ganz lieben Gruß und einen Kuss. Und ja, für alle diejenigen, die es vielleicht schon länger versuchen, ein Baby zu bekommen und wo es vielleicht noch nicht geklappt hat, ja, da habe ich mir heute vorgenommen, ein ganz besonderes Gebet dafür zu sprechen. Ja, also ganz liebe Grüße von mir, macht's gut. Ich möchte eine kleine Begebenheit mit euch teilen aus dieser Woche. Ich war einen Abend spazieren und war etwas betrübt, weil gerade auf Arbeit die Meetings nicht stattfinden können und es da manchmal ziemlich schwierig ist mit der Kommunikation. Und sah dann am Wegesrand an einem Gartenzaun kleine Bildchen gemalt von Kindern mit aufmunternden Motiven, einfach den Menschen zur Freude gemacht. Und ja, das hat mich auch gleich beglückt und ich war dann wieder sehr positiv gestimmt und guten Mutes, dass doch am Ende alles gut werden wird. Hallo, mein Name ist Dirk. Ich arbeite bei der Deutschen Bahn. Allerdings gibt es dort keine Leuchttürme. Aber ich möchte in diesen Zeiten ein Leuchtturm sein. Für meine Familie, für meine Nachbarn, aber auch besonders für meine Gemeinde, die mir sehr am Herzen liegt. Ich gehe mit meiner Kamera zu den Geschwistern in der Woche über, besuche sie mit dem nötigen Abstand, der heute eingehalten werden muss, und frage nach dem Rechten, wie es ihnen geht. Stelle das dann als Film am Wochenende zusammen und stelle das dann in eine WhatsApp-Gruppe der Gemeinde. So bringe ich eigentlich Freude auch in einige Häuser wieder zurück. Wir wünschen euch noch alles Liebe und alles Gute. Danke. Bleibt gesund.